hier in Hongkong, wo Millionen Menschen auf die Straße gehen, sind diese Schwachen die jungen Menschen, die für ihre Rechte kämpfen, für ihre demokratischen Grundrechte. Für mich unvergessen ist, als ich 2018 zum WM-Finale in Paris war und da mit den Fans das Endspiel geschaut habe. Und dann ist Frankreich ja Weltmeister geworden und ich war inmitten dieser feiernden Massen und das war einfach so eine unglaubliche tolle Stimmung. In der Türkei werden aktuell alle Oppositionellen, die kritisch gegenüber der Regierung Erdogan etwas sagen, mundtot gemacht. Die Geschichten, die mich am meisten berührt haben, die mir am meisten ans Herz gehen bis heute, sind die Geschichten, die mit Kindern zu tun haben. Ich entdeckte diesen Song von Kollega an Farid Bang und bemerkte, dass sie sich auf der Liste der Nominierten für den Echo befanden. Ich habe beim Echo nachgefragt, ob sie damit einverstanden sind und sie hatten damit offenbar kein Problem. Und am Ende wurde der Echo eingestampft. Oder 2014, als ich auf dem Maidan stand und gesehen habe, wie die Menschen gegen den Diktator Janukowitsch aufgestanden sind. Und wir als Bild, ich als Reporter, war von Anfang an dort und habe über diese demokratische Bewegung berichtet. Bild ist immer vor Ort. Bild ist im Stadion, Bild ist am Trainingsplatz, Bild ist einfach immer dabei. Sport ist so emotional, Sport bringt uns alle zusammen und Sport kann einfach Dinge bewirken, die sind einfach der Wahnsinn. Es ist tatsächlich nachher insgesamt ganz viel Euphorie, die um einen herum ist, und es ist ein unglaubliches Gefühl. Im Türkischen sagt man Dost Acı Söyler. Die Freunde sprechen auch bittere Wahrheiten an. Und genau das tun wir, weil die Türkei und die Türken für uns sehr wichtig sind. Das Gute ist aber, wenn wir diese Menschen besuchen, dann gehen wir nicht nur hin, zapfen uns die Informationen, drucken den Artikel und sind raus, sondern wir versuchen zu helfen, wo immer es geht. Mit der Bild-Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder. Mit vielen Eltern und Kindern habe ich bis heute nach Jahren noch Kontakt. Sich über den Holocaust lustig zu machen, das ist ein Spiel mit den Bösen und das lassen wir nicht zu. Kunst sollte unser Leben versüßen und nicht vergiften. Die Jugend in der Türkei hat eine Zukunft in Freiheit verdient. Und dafür müssen wir weiterkämpfen. Bild ist vor Ort, wenn Sportgeschichte geschrieben wird. Das heißt, wir sind bei allen wichtigen Ereignissen live vor Ort und berichten für Sie zu Hause. Bild steht neben Ihnen im Stadion. Ich finde es wichtig, als Bildreporter an der Seite der Schwachen zu stehen. Wir sind bei Bild stolz darauf, ein Haus der Reporter zu sein. Reporter sagen nicht zuerst, was sie denken, sondern was sie sehen, was sie erleben. Ohne Reporter hätte die Welt kein Gedächtnis. Das ist Bild, das sind wir.